Wir haben in Bitburg ja das Phänomen, dass wir hier Siedlungsgeschichte über Jahrhunderte fassen können. Das heißt, von der Darstellung des römischen Vicus des Straßendorfes über die spätantike Befestigung bis hin zur mittelalterlichen Stadtmauer haben wir immer mal wieder an einzelnen Punkten diese Sachen, die man zeigen kann. Und das heißt, Sie müssen gedanklich immer mit mir ein bisschen durch die Zeiten springen. Wir stehen jetzt da hier an der Westseite der spätrömischen Befestigung aus dem 4. Jahrhundert. Aber in Bitburg ist es manchmal so, dass nicht immer Römermauer drin ist, wo Römermauer draufsteht. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Im Kern haben Sie hier originales römisches Mauerwerk. Wenn Sie da genauer hinsehen, dann sehen Sie große Kalksteine, die hier eingesetzt worden sind, und einen Mörtel, der so fest ist, dass es quasi wie Beton wirkt. Die Römer haben den Beton erfunden und haben hier einfach Wasser, Sand, Kalk mit diesen Bruchsteinen zusammengemischt und das Ganze so weit aushärten lassen, dass das auf 3,80 Meter Mauerstärke kaum zu überwinden ist. Im Prinzip, und ich habe Altakten im Museum in Trier gesichtet, schreibt schon der erste Ausgräber 1889, dass sich diese Mauern überall in Bitburg finden lassen, weil es den Bitburgern immer zu viel Mühe war, diese Mauern abzureißen. Versuchen Sie das mal. Anders als mit dem Presslufthammer geht das kaum. Und im Prinzip waren es auch die Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg, die hier am meisten Schaden angerichtet haben. Aber ansonsten ist das einfach eine unglaublich gute Bausubstanz. Im Mittelalter hat man diesen römischen Mauerring, wie ich es eingangs gesagt hatte, ja instand gesetzt, damit man ihn weiter benutzen kann. Und was Sie hier schön sehen können, ist, dass die römischen Türme dabei ein bisschen verändert wurden. Man hat hier im unteren Bereich stärkere Fundamente angebaut und das ist das Bild, das Sie heute jetzt hier im Prinzip noch sehen können. Diese großen Dossierungen, sagt der Archäologe dazu, diese Mauerschrägen, die den Türmen im unteren Bereich mehr Stabilität geben, das ist der Zustand, wie Sie sich es im Mittelalter vorstellen müssen. Man hat also vor die römische Mauer nochmal eine Mauerschale gesetzt und das Ganze einfach nochmal verstärkt. Was Sie auf den Informationstafeln schön sehen können, ist, wie sich das Ganze auch in der Zeit entwickelt hat. Wir haben hier ein Foto von 1905, wo der gesamte Bereich noch hier der grüne See war, ein Begriff, den heute ja viele Bitburger noch kennen, weil wir hier im Bereich vor den Stadtmauern sind, wo die Stadtgräben lagen. Und diese Senken hier und besonders der grüne See ist einer der letzten Bereiche, wo wir diese Stadtgräben überhaupt noch erfahren können. Und hier haben Sie es auf den alten Postkarten, da sehen Sie noch das Wasser, das sich da spiegelt, weil hier noch ein Löschteich angelegt war in dem Bereich. Und wir haben dann versucht, hier auch durch diese Fotodokumentationsserien Ihnen einfach mal ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie das dann auch in der Kriegszerstörung und dann in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut worden ist. Denn auch diese Mauerpartien sind natürlich in der Nachkriegszeit dann, als man wieder Sinn für sowas hatte, instand gesetzt worden. Das Schöne an diesen Tafeln ist ja, dass Sie drumherum gehen können. Und wir haben hier auf der Rückseite, Sie können da gerne nachher mal vorbeigehen, einmal einen zweiten Themenblock thematisiert, nämlich die Gräber des Frühmittelalters. 2007 sind die hier beim Neubau der Stadthalle ausgegraben worden. Und das ist eine ganz spannende Zeit, weil die ganzen Gräber, die da gefunden worden sind, großteils Spuren von Gewalteinwirkungen aufweisen. Also Sie können zum Beispiel an einem einzigen Schädel sehen, dass da jemand am Kopf hier getroffen wurde, zu Boden ging und dann hier noch einen Schlag bekommen hat, dass man versucht hat, ihn zu enthaupten. Also hier ging richtig die Post ab im 5., 6. Jahrhundert. Das ist etwas, was noch ausgewertet werden muss, was aber dann fürs Frühmittelalter hier und den Untergang Roms sicherlich noch eine große Bedeutung haben. Willkommen im Lapidarium in der Steinesammlung. Ja? Fühlen Sie sich einfach wieder zurück im Humanismus, ja, dass Sie hier heute Lust wandeln unter den Antiken, ja, wo der Hauch der Antike durchweht. Also, das Lapidarium vorher war schon Teil des Rundwegs von 1995 und wir haben bemüht, uns hier ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Worauf Sie sich gerade stützen, ist ein Sarkophagdeckel aus dem 4. Jahrhundert, der wahrscheinlich aus dem Bereich der Gräberfelder kommt. Was wir hier sehen, ist eine Brunnenfassung aus dem 4. Jahrhundert. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie da noch die Abriebspuren von dem Seil, mit dem man den Wassereimer runtergelassen hat. Die Römer haben diese Brunnen gerne mit solchen monolithischen Brunnenfassungssteinen
aufgesetzt, die uns relativ wuchtig vorkommen, aber das ist einfach eine große Bauweise. Und jetzt habe ich offensichtlich hier was ausgelöst. Wir haben versucht, einfach für die Besucher, die hier reinkommen und völlig ahnungslos sind, einfach mal so einen kleinen Aha-Effekt zu starten und hier zu den Brunnen einfach mal so ein bisschen Wasserplätscher und die Situation am Brunnen nachzustellen. Jetzt fällt der Brunnen gerade ins Wasser, der Eimer fällt ins Wasser und der muss jetzt wieder mühsam nach oben gezogen werden. Und so entstehen diese Riefen hier. Was jetzt hier, wenn Sie näher kommen, im Hintergrund hören, ist ein Stimmengemurmel, das wir versucht haben hier zu erzeugen, um ein bisschen atmosphärisch die ganze Götterverehrung einzufangen. Wir haben hier lauter Monumente, die aus Bitburg selber stammen und die uns Hinweise geben, welche Götter hier verehrt wurden. Auf der linken Seite eine Inschrift für Merkur, den Gott der Händler und Reisenden und auch der Diebe. Hinten im hinteren Bereich den Sonnengott Sol, den Sie hier mit seiner Strahlenkrone sehen und mit einem Zepter hier in der Hand. Hier den Jupiter, den höchsten Göttervater. Und wir sehen es nachher gleich an der Jupitersäule. Diese Götterstatuen standen gern auf Säulen an Straßenkreuzungen oder dergleichen. Und wenn Sie hier genau hingucken, dann können Sie noch das Wappentier von Jupiter, den Adler, hier auf der rechten Seite erkennen. Diese Säulen, die ich gerade angesprochen habe, die waren oftmals mit einem solchen Schuppendekor hier verziert. Wir haben hier einen gesunden Mix aus Originalen und aus Kopien, weil besonders die Inschriften hier von auch so einem hohen wissenschaftlichen Wert sind. Ja? Wenn Sie zum Beispiel sich mit römischer Theaterforschung beschäftigen, da kennt jeder die Bitburger Theaterinschrift in der Forschung. Die sind alle im Rheinischen Landesmuseum präsentiert, sodass wir hier Kopien zeigen. Der hier ist original, die Brunnenfassung ist original und der Sarkophagdeckel, das sind alles die originalen Steine, die hier bei Grabungen zutage kamen und die man dann hier vor Ort belassen hat. Für alle, die in der Materie nicht so drin sind, wir haben da drüben eine Inschrift, die von einem reichen Bitburger spricht, der hier ein Theater gestiftet hat. Lucius Amiatius Gamburio. Und in der Inschrift heißt es, dass er ein Bühnengebäude gestiftet hat und dass die Stiftungssumme so groß war, dass aus diesem Stiftungsvolumen, aus den Zinsen, jährlich Festspiele organisiert werden konnten. Ja? Also schon, das gibt schon mal einen ersten Einblick, was da überhaupt für Vertragsbedingungen im Rechtswesen war, was es an Stiftungsvolumen und Zinssätzen gibt. Und das Volumen muss also so groß gewesen sein, dass da jährlich zum Frühlingsfest eine ordentliche Party geschmissen werden konnte. Diese Inschrift ist unser Nachweis, dass es das Theater gegeben hat. Auch wenn wir die Sitzreihen zum Beispiel, wie man es aus Dahlheim kennt oder aus Trier, leider noch nicht haben finden können. Aus Holz, ja. These Nummer 1, aus Holz, sehr gut. These Nummer 2, dass das Theater aus Stein war, dass man das aber später abgebaut hat, um es anderweitig zu verbauen, das Baumaterial. Ja? Der Mensch ist ja immer recht faul, ja? Insofern... Ja. Und auch die Römer waren schon faul und haben ihre Theater, für die sie diese Bühnenhänge gebraucht haben, immer gerne in Geländesenken eingebaut. Und wenn Sie hier nach unten gucken, eigentlich ist genau hier eine prädestinierte Lage dafür. Und wir sind gespannt, ob da bei den zukünftigen Ausgrabungen doch noch Spuren dieses Theaters zum Vorschein kommen. Also an sich sind das ja so große Strukturen, dass sie zum Beispiel, wenn Steine im Halbkreis da angeordnet waren oder das Ganze in Holzpfostenbauweise errichtet war, wenn es noch erhalten ist irgendwo, die Substruktionen, dann müssten wir die bekommen. Um die Reihe hier noch abzuschließen, es muss in Bitburg auch ein Quellheiligtum gegeben haben, denn Apoll und Sirona, die beiden Götter, die hier dargestellt werden, sind in der Kombination immer gerne an Heilquellen zu finden. Und dass es in Bitburg auch schon immer Gewerbe und Handwerk gab, zeigt hier eigentlich schön unser Vulkan, der Gott der Schmiede, den Sie sehen mit einem Amboss, mit Zange und mit Hammer auf der rechten Seite. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, dass es in Bitburg nicht nur dieses Straßendorf mit den einzelnen Hausparzellen gab, sondern es funktioniert, sondern eben auch entsprechende Tempelanlagen hier. Oh, Merkur. Jetzt bin ich auf einer Reise
kommt es eigentlich ganz schön rüber, das Atmosphärische. Wir haben versucht, ein paar Gebete an die Götter mal in einem Stimmenmurmelgewirr ja, hier so ein bisschen einzufügen. Stellen Sie sich eine dumpfe, schummrige Situation vor. Die schönen Rekonstruktionen von der Firma Diesenbacher sind in monatelangen Abstimmungsprozessen mit mir gelaufen. Jemand, der solche Rekonstruktionen macht und Sie, die Sie sowas besuchen und wissen wollen, wie hat denn sowas ausgesehen, wollen ja, dass das auch einigermaßen fundiert ist. Jetzt haben die Archäologen aber oftmals das Problem, dass das, was sie im Boden finden, noch so hoch erhalten ist. Ja, wie hat jetzt das 3 Meter höher ausgesehen? Das ist ein bisschen schwierig und sie müssen immer mit ganz vielen Vergleichsbeispielen arbeiten, wo sowas noch besser erhalten ist. Und das ist unglaublich viel Literaturrecherche, die da einfach dranhängt. Wir haben aus der Vikuszeit nicht so detaillierte Informationen wie aus der Spätantike mit der Befestigung, was die Erhaltungsbedingungen angeht. Deswegen sind wir vom Detailgrad der Darstellung hier auch ein bisschen abstrakter geblieben. Wollen aber trotzdem Ihnen darstellen, wir haben hier das Straßendorf mit diesen Häuserzeilen immer rechts und links. Und im Prinzip hat sich das ja in der Hauptstraße heute ja auch noch so erhalten. Die Hauptstraße ist ja die alte Römerstraße und rechts und links sind die Geschäfte. Wir haben das Theater hier in diese Senke platziert und wir haben hier diese Tempelbauten für Sie mal angedeutet. Es heißt nicht, dass wir diese im archäologischen Befund richtig nachweisen können, hier muss es gestanden haben, aber Sie haben die ganzen Göttersteine, die Ihnen zeigen, dass es hier definitiv diese Tempelanlagen gegeben haben muss. Wir haben auch gesagt, im Gegensatz zum Rundweg von 1995, dass wir ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen bringen wollen. Es war für mich natürlich ein Glücksfall, auf dem Rundweg von 95 aufbauen zu können und dass wir hier diese Objekte, die schon da waren, auch ins rechte Licht rücken konnten. Aber jetzt können wir zusätzlich auch sämtliche Lateinklassen quälen, die hier kommen, weil wir nämlich auch dann die Inschriften mit entsprechenden Erklärungen und Übersetzungen hier versehen haben. Dass man hier, wenn man im Lapidarium, im Steinmagazin wandelt, eben auch die gesamte Bandbreite hier vor Augen hat. Und an sich ist es, finde ich, ein sehr schönes Ensemble geworden, weil die Stücke einfach jetzt auch auf ein Podest gehoben sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen waren die Bitburger immer so, dass sie gerne Steine von wo geholt haben und dann woanders wieder verbaut haben. Ja? Und einige von diesen Steinen sind auch bereits Altfunde von 1800 Tubak. Viele von diesen Göttersteinen sind in der Liebfrauenkirche in den Fundamenten gefunden worden, wo man als erstes dachte, oh, da muss schon zur Römerzeit ein großes Heiligtum gewesen sein. Ist aber nicht. Wenn Sie die Christen in ihrer frühen Phase kennen, dann haben die Christen gerne heidnische Steine verbaut in den Fundamenten ihrer Kirchen, um den Sieg des Christentums auch entsprechend zu disputieren. Wir stehen hier an Turm C der spätrömischen Befestigung und das ist einer, von dem wir noch Fotodokumentationen von 1889 haben. Dieser ganze Turm hier war 6 Meter hoch erhalten. Und ich habe die kläglichen Reste auf Fotos der Nachkriegszeit. Dieser Turm hat einen Volltreffer abbekommen und war bis in seine Fundamente hinein gestört. Was Sie hier noch sehen können, diese großen Blöcke, das sind Reste eines römischen Abwasserkanals, der unter diesem Turm nach draußen geführt haben. Sie müssen sich vorstellen, der Bitburger Lehm, der ist sehr standfest und sehr wasserundurchlässig. Das heißt, wenn Sie einen geschlossenen Mauerring haben, dann muss das Regenwasser, was über die Dachflächen kommt, irgendwo entwässern. Und diese Kanäle hier waren eine Möglichkeit, das ganze Regenwasser aus dieser Befestigung rauszubekommen. Wenn Sie jetzt an Ihre heutigen Abwasserrohre denken, ja, dann ist das eher die kleinere Dimension. Warum so groß? Sie müssen sich vorstellen, dieser Abwasserkanal war ja unter diesem Turm hier, den Sie sich mal 17 Meter hoch vorstellen müssen. Wenn da mal irgendwas kaputt geht, ja, oder einbricht, dann haben sie ein Riesenproblem, wie sie das instand setzen können. Und da waren die Römer lieber vorsichtig und haben die unteren Fundamente mit den Abwasserkanälen mal lieber so massiv gebaut, dass da wirklich nichts mehr passiert. Wenn Sie nach Trier gucken an der Stadtmauer, das ist das genau gleiche Phänomen. Die Entwässerungskanäle sind immer aus riesigen Rotsandsteinen, die hier gerne aus dem Kühltal gebrochen wurden. Ansonsten sehen Sie es hier an der Fassade, hat man unglaublich viel Kalkstein verwendet, der hier lokal ansteht, um einfach das Baumaterial zu nehmen, was gerade zur Hand war. So, was Sie hier sehen können, ist, was ich gerade eben gesagt habe, Turm C 1889 mit 6 Meter Erhaltungshöhe und dann das, was nach dem Krieg dann noch davon übrig geblieben ist. Ja? Und hier hätten Sie dieselbe Situation dargestellt mit diesem Turm und dem unteren Entwässerungskanal.
Das heißt, vom Aufbau haben Sie hier im unteren Bereich die Türme mit den Mauern. Dann kommen Sie auf den Wehrgang und können hier durch die Turmgeschosse hindurchgehen und haben aus diesen Fenstern hier eine gute Möglichkeit, Angreifer von der Außenseite mit Pfeil und Bogen zum Beispiel oder Geschützen unter Beschuss zu nehmen. Insgesamt ist man in der Spätantike sehr darauf bedacht, dass man sich einigelt. Es sind im Vergleich zum 1. bis 3. Jahrhundert, wenn Sie die römischen Lager vergleichen, unglaublich hohe Mauern, unglaublich breite Mauern. Man versucht einfach, gegen Feinde von außen so lang ausharren zu können, mit relativ wenig Mann, bis dann ein Satz von außen kommt. Wir haben um 275 nach Christus Germaneneinfälle historisch überliefert. Was der Historiker sagt und was der Archäologe sagt, sind immer zwei Paar Stiefel. Ach. Der Historiker zieht seinen Tacitus zu Rate und sagt, oh, das war so. Aber wer macht Geschichtsschreibung? A, immer der Sieger und B, immer einer, der die großen Staatsgefüge darstellen will. Was beim kleinen Mann auf dem Dorf passiert, das erhält ja normalerweise keinen Einzug in die Geschichtsbücher. Und ähnlich ist es mit diesen Germaneneinfällen 275 nach Christus. Die sind in der historischen Forschung stark verankert, aber oftmals haben sie in der Archäologie gar nicht die großartigen Brandschichten oder die großartigen Zerstörungsschichten. In Bitburg gibt es so einen Brand. Ja, da ist es so ein Beispiel, wo wir in den Kellergebäuden Brandschichten fassen können, die auch münzführend sind, sodass wir sagen können, okay, Bitburg scheint wahrscheinlich auch im späten 3. Jahrhundert irgendwann mal bei einem Brand zerstört worden zu sein. Ob das jetzt aber Germanen waren oder ob jemanden da abends beim Suppe kochen das Lagerfeuer irgendwo ausgekommen ist, das kann ja ich als Archäologe schlecht bestimmen. Dann geht es in der Spätantike mit diesen Kastellbauten los. Und das Interessante ist, dass Bitburg, Neumagen, Jünkerath, all diese Anlagen relativ ähnlich sind. Was auch zu der Frage wird, wer hat diese Anlagen eigentlich gebaut? Sie brauchen Know-how dafür, sie brauchen Manpower, sie brauchen die Logistik, um allein das ganze Baumaterial ranzuschaffen. Ja, wer soll das bezahlen? Meines Erachtens ist das keine Aktion, die von den Bitburgern hier lokal gemacht worden ist. Wenn jedes der einzelnen Dörfer hier, wie Neumagen, wie Jünkerath, eine eigene Mauer gebaut hätte, dann wären die am Ende total unterschiedlich, weil jeder macht es so, wie er es für richtig hält. Die Anlagen hier, die sind so einheitlich, dass ich davon ausgehe, dass der spätrömische Staat hier involviert war, dass der Kaiser gesagt hat, wir müssen den ländlichen Raum besser absichern und zwar an den strategisch wichtigen Punkten, die an den Straßenknoten sitzen. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Bitburg auf die Lage, kommt es an. Bitburg war eben so ein verkehrsstrategischer Punkt. Und wenn Sie an diesen Anlagen durch die römische Armee gebaute Befestigungen haben, dann können Sie da Waffen lagern, dann können Sie da Getreide lagern. Und wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass die spätrömische Armee völlig anders organisiert war als in den Jahrhunderten davor. Es gibt in der Zeit ein Bewegungsheer und das müssen Sie sich vorstellen wie im 30-jährigen Krieg, wenn da eine Armee von 10.000 Mann durch die Lande zieht. Wie versorgen Sie die? Das sind ja dann ganze Heuschreckenschwärme, die durch die einzelnen Dörfer fallen und jeden einzelnen Bauernhof plündern, weil diese Armee ja auf dem Weg irgendwas zu essen braucht. Insofern, wenn Sie solche taktischen Posten haben, wie Bitburg, wie Neumagen, wie Jünkerath, können Sie über die Straßen Getreide vorhalten, Nachschubwege sichern und das ganze System der Sicherheit am Laufen halten. Also für mich ist Bitburg eine strategische Maßnahme im Zusammenhang mit den anderen Befestigungen auch. Was wir jetzt hier noch haben, ist, was die Frau Reiser angesprochen hat, die These, dass diese Toranlagen so hoch gewesen sein könnten, und dass wir hier bis zum Scheitel von Vergleichsbeispielen auch mal mit 5 Metern rechnen können. Das kommt uns heute alles so hoch vor, ja? Boah, 17 Meter hohe Türme. Aber schauen Sie sich mal die Porta Nigra an. Die Torbögen in der Porta Nigra sind 7,50 Meter bis zum Scheitel. Deswegen können wir hier in Bitburg mit 5 Metern ruhig rechnen. Und wenn Sie heute nach Frankreich schauen, nach Senlis, nach Carcassonne, da sind Stadtmauern heute noch erhalten bis in die zweiten und dritten Turmgeschosse. Und daraus können wir eben ableiten, wie hoch wir uns diese Bollwerke vorstellen müssen. Heißt aber auch, dass ein unglaublicher Aufwand betrieben worden ist, um diese Anlagen erstmal zu errichten. Und wie gesagt, meines Erachtens ist das ohne die Beteiligung der römischen Armee schwer vorstellbar. Was wir hier noch sehen können, ist, dass wir einmal das Tor haben, das Sie da im Pflaster dargestellt sehen.
Also wo das Auto steht jetzt genau mitten im Tor. Fährt durch das Tor. Und wir haben hier an dieser Stelle ältere Strukturen, an denen die römische Wehrmauer im 4. Jahrhundert angebaut worden ist. Diese Struktur hier ist etwas von den Dimensionen, die stellen wir uns als turmartiges, als burgusartiges Gebäude vor, der hier vielleicht schon im 3. Jahrhundert bestanden hat, um hier an der Straße Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Und wenn Sie sich den Geländeverlauf hier anschauen, dann sehen Sie, dass Bitburg ja auf dieser Hügelkuppe drauf liegt. Es sind teilweise von einem Turm zum nächsten 4 Meter Höhenunterschied. Meines Erachtens hat man das deswegen in Kauf genommen, um a. die Lage an der Römerstraße zu behalten, b. das Hochplateau zu nutzen für den besseren Überblick und c. um an dieses turmartige Gebäude bereits anzusetzen, was da schon bestanden hat. Deswegen sitzt dieser Mauerring etwas schräg auf dieser Hügelkuppe auf. Der Herr Dr. Gillis hat eine Inschrift behandelt, auf der ist von einem Verrator die Rede. Jetzt ist das Problem, dass bis heute keiner weiß, was bitteschön ein Verrator sein soll. Das Wort gibt's im Lateinischen nicht. Jetzt kamen Thesen auf, ja, Verrator, das können Sie ja ungefähr von Pharos, von einem Leuchtturm ableiten. Und da sind manche Forscher schon auf die irrwitzige Idee gekommen, das Ganze als Leuchtturm für die Schifffahrt anzusprechen. Welche Schifffahrt? Ja, also bitte. Also, das Problem ist mit diesem Verrator, wir wissen einfach nicht, was das für ein Gebäude war. Herr Gillis hat jetzt da die These aufgestellt, dass dieser Turm hier dieser Verrator gewesen sein könnte. Ich sehe das anders, weil auf diesem Verrator eine Jungmannschaft genannt wird. Die Juniores Vici, also die jungen Männer aus Bitburg. So. Früher hat man diese Juniores immer mit militärischen oder paramilitärischen Einheiten in Verbindung gebracht. Die neueren Forschungen sagen aber eigentlich, dass sie vielmehr mit kultischen Aufgaben in Verbindung stehen. Also Kaiserkult. Und solche jungen Männer wie heutige Pfadfindervereine, die haben auch ein Vereinsheim. Ja? Und da wird auch ein Altar gestellt und vielleicht ein Standbild des Kaisers, wo dann entsprechend geehrt wird zu den Hochfeiertagen. Meines Erachtens ist also dieses Gebäude der Juniores Vici eher in diesem kultischen Zusammenhang zu sehen. Deswegen, wir haben die Inschrift, stimmt. Wir haben diesen Befund, stimmt auch. Aber meines Wissens oder meines Erachtens muss man diese zwei Befunde nicht unbedingt miteinander sehen. Dazu kommt, dass alle Inschriften oder Göttersteine im Prinzip hier in die Befestigung gebracht wurden oder hier aufgefunden worden sind. Und dieser Verrator-Inschrift ist die einzige, die 500 Meter in der Richtung gefunden worden ist. Ich frage mich, wenn die schon mal hier war, ja, warum ausgerechnet die Nacht da hinten verbringen? Also Sie sehen, da kommen wir schon mit der Frage genau an den Punkt, wo der Archäologe eben nicht die Antwort immer auf alles hat und wo selbst nach 4 Jahren Doktorarbeit noch keine Antwort da ist, weil sie es auf der Beweislage einfach nicht sagen können. Hier haben wir die Reste des Entwässerungskanals, der durch Turm C durchgeführt hat. Der war nur nach der Auffindung bei dem Bau der Tiefgarage 1982. Man konnte ihn ja nicht mitten in die Straße reinlegen und deswegen hat man ihn hierher verbracht. Und weil wir sonst auch Gewichtsprobleme im Lapidarium irgendwann mal bekommen hätten mit der Statik, haben wir gesagt, dann lassen wir den hier noch weiter vor Ort. Wir stehen jetzt hier an einem Mauerstück, das heißt, Sie stehen genau im Verlauf der Mauer, die hier im Straßenpflaster dargestellt ist, die hinten zu dem Turm O führt. Und diese Bitburger Befestigung hat ja 2 Tore, eins im Norden und eins im Süden und 4 Schlupfpforten. Nach der Benennung der Türme, die Schlupfpforten G-O-L-D, merkt man das immer mit den Goldtürmen. Und diese Goldtürme, die haben Schlupfpforten, das heißt, die sind im Erdgeschoss begehbar. Und Sie können durch einen kleinen Eingang rein und dann aber auch zur Außenseite wieder raus. Diese Schlupfpforten hat man eingebaut, um mal schnell nach draußen zu können, um Reparaturarbeiten auszuführen. Oder wenn der Feind von außen zum Haupttor anrückt, dass Sie zur Seite einen Ausfall machen können oder zur Seite noch notfalls einen Boten schicken können, der aufs nächste Pferd geht und dann versucht, Hilfe von außen zu holen. Was Sie hier schön sehen können und wir können gleich nochmal mit rangehen, ist, dass sich der Zugang zu diesem Turm hier als einziger noch sichtbar erhalten hat, inklusive der römischen Türschwelle. Das heißt, wir können genau sehen, wo man in römischer Zeit hier eigentlich gelaufen ist, denn das Niveau ist ein bisschen höher als heute. Und was wir auf der anderen Seite der Tafel noch thematisiert haben, ist etwas, was immer so im Raum schwebt, aber man hat das noch nie so richtig zusammengedacht.
Ist Ihnen der Begriff der Langmauer bekannt? Ja. Ja? Die Langmauer. 76 Kilometer lang. Genau. Von der bis heute noch keiner so wirklich weiß, warum jemand so eine lange Mauer durch die Eifel baut. Wahrscheinlich Pferde. Theorie Nummer 1, eine riesige Pferdezuchtstation. Theorie Nummer 2 wäre hier, dass die spätantiken Kaiser sich ein Jagdrevier geschaffen hat, denn der Adel geht gerne jagen. So, die zwei schön. Großen Billen, die hinten drin gelegen haben. Wie zum Beispiel mit Belch Billig, genau. Belch Billig und Otra. Ja. Es gibt eine weitere These, die sagt, dass hier Germanen angesiedelt wurden, weil man ein entsprechendes Fundmaterial hat, was so in diese Richtung deutet. Es geht darin, ob es ein kaiserliches Domänenbezirk war, um landwirtschaftliche Güter zu produzieren, um die Kaiserresidenz Trier zu versorgen. Also da ist unglaublich viel an Theorie im Hintergrund und genau sicher können wir es noch nicht sagen. Für mich war jetzt interessant, was ist eigentlich mit Bitburg und der Langmauer? Weil aus Luftbildern und alten Karten können wir genau sehen, im Süden von Bitburg, ja, läuft die genau auf Bitburg zu und im Norden können wir sie auch wieder verfolgen, aber schließt die jetzt an die Befestigung an? Ist die Befestigung außerhalb oder innerhalb? Was hat die Befestigung mit der Langmauer zu tun? Wir haben bis dato keine Hinweise, dass die Langmauer direkt an die Befestigung anstößt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie dran vorbeizieht, dass Bitburg außerhalb liegt. Aber Bitburg könnte durchaus auch hier eine gewisse Sicherungsfunktion für diesen kaiserlichen Domänenbezirk gehabt haben. Also, hier sehen Sie diesen Hohlturm und den Zugang mit der Schlupfpforte. Und wo du jetzt stehst, da standen schon die Römer vor 1600 Jahren, weil genau hier die Höhe der römischen Türschwelle ist. Ja? Der rechte Teil hier, der Rotsandstein, ist noch original und der hier ist mit dazugesetzt worden. Das heißt, hier wäre so ein Schlupfpfortenwinkel gewesen, um dann nach draußen zu kommen. Gab es denn da eine Treppe oder hat man Bitburg wieder abgesenkt hier? Das ist hier wieder abgesenkt. Das heißt, das spätantike Laufniveau ist auf der Höhe. Ja, das können Sie an den Türmen immer schön sehen, weil diese ganzen römischen Türme, also bis hierhin ist original, da ist aufgemauert, im unteren Bereich so eine kleine Dossierung haben, die hier die Schräge ist. Wie wir vorhin an der Westseite gestartet haben, haben Sie gesehen, im Mittelalter sind die so hoch geführt worden, im Römischen sind die kleiner, das hilft uns hier die einzelnen Bauphasen auch schön voneinander abzutrennen. Ist denn die Langmauer römisch oder keltisch? Römisch, 4. Jahrhundert nach Christus. Wir haben Inschriften gefunden, aufgrund des Sprachduktus und wie die geritzt sind, wir sagen können, dass es in die Spätantike gehört. Und es gibt auch Bereiche, wo uns das Fundmaterial das entsprechend sagt. Ja. Wir haben jetzt gerade eben mit dem Herrn Blöck eine Maßnahme bei Scharfbillig. Da dachten wir, dass wir die Langmauer erwischen könnten und wir waren schon ganz gespannt drauf, ob wir da vielleicht mal Holzkohleproben gewinnen können, die wir mit der C14-Analyse entsprechend datieren können. Aber leider war sie in dem Bereich überhaupt nicht mehr erhalten. Aber das sind die Aspekte, die ich angesprochen habe. Natürlich ist die Archäologie manchmal unangenehm, ja? Weil man hat Bauprojekte, die man umsetzen möchte. Und dann kommen die Archäologen und sagen, aber hier römisch. Ja? Es muss aber mit dem Gesetz vereinbar verträglich sein, dass da eine Lösung gefunden wird, wie alles miteinander vereinbart werden kann. Und entsprechend sind wir dann am Einsatz, dokumentieren die Sachen und wenn diese Monumente dann von uns dokumentiert sind, dann ist es immer auch Erwägungssache, dass man dann sagt, gut, dann wird es abgebaggert, weil es, der Informationsgehalt ist für die Nachwelt erfasst und wir können ja nicht verhindern, dass hier in Bitburg Wasserleitungen neu gelegt werden. Das ist auch ein schönes Stichwort. Wir stehen hier an Turm N, der nicht Teil des Rundwegs ist als Station, weil er an sich schon für sich selber spricht. Das Haus von Frau Schäfer und Sie sehen da hier noch, dass bis im zweiten Stock der Turm eigentlich noch im Kernmauerwerk steckt. Ich habe hier noch ein Foto für Sie zu sehen aus den 1920ern. Da ist noch der Onkel von der Frau Schäfer mit drauf. Ja, und das ist dieselbe Situation mit diesem römischen Mauerrest bis hier hoch. Und da sind wir gerade beim Thema, dass hier die Kanalleitungen, die Sie hier über die Kanaldeckel erkennen können, einfach durch dieses römische Kernmauerwerk getrieben wurden. Wie das passiert ist, war vor Einrichtung des Denkmalschutzgesetzes, da hat man sich nicht großartig dafür interessiert. Ja? Die Leitung muss da durch, dann macht die da durch. Ja? Ja? Und auch heute, Herr Kandels, die Grabung am Petersplatz, die neuen Wasserleitungen mussten ja gelegt werden. Ja? Und da haben ja auch wir Archäologen dann entsprechendes Verständnis für, dass jetzt dann nicht die römische Mauer komplett verhindern kann, dass Bitburg kein Wasser mehr hat.
Aber auch da haben wir einen Weg gefunden, dass die neuen Leitungen eben durch das mittelalterliche Tor durchgeführt werden konnte. Und so ist der Befund erhalten und trotzdem kann weitergebaut werden. Und die Vereinigung von Alt und Neu, das ist eigentlich auch hier eines der schönsten Beispiele schlechthin, weil im Haus von Frau Schäfer in der Küche das römische Kernmauerwerk noch drin ist. Ja? Und wenn man sowas hinkriegt, so ein architektonisches Kleinod zu schaffen, dann hat man es doch geschafft. Dann muss Alt und Neu kein Widerspruch sein. Wenn Sie heute auf den Stadtplan von Bitburg schauen, dann sehen Sie, dass das Ganze wie so eine Acht aussieht. Und das hat seine Gründe in der Stadtgenese. Sie sehen hier die Römerstraße, den alten römischen Mauerring und dann die mittelalterliche Stadtmauer von 1340. Der Plan hier ist um 1560 entstanden von einem Niederländer namens Jakob Roloffs von Deventer. Warum hat ein Niederländer Bitburg den Stadtplan gezeichnet? Für Philipp II., genau. Also, diese Verstrickungen mit den Habsburgern sind ja immer so ein bisschen kompliziert. Aber Philipp II. Wollte für sein Reich wissen, wo sind die strategischen Punkte, wo habe ich Städte, wo kann ich Truppen stationieren. Insofern hat er einen Kartografen ausgeschickt und gesagt, zeichne mir diese Städte. Und der Van Deventer hat bereits mit Trigonometrie gearbeitet und ist allgemein in der Forschung als einer der zuverlässigsten Kartografen für diesen frühen Zeithorizont überhaupt bekannt. Die ganzen Städte am Rhein, die sind erst von den Preußen aufgenommen worden, da sind da die ersten Karten. Aber so richtig frühe Beispiele, da haben wir in Bitburg eigentlich ziemliches Glück gehabt. Und dieser Plan von Van Deventer, der hat uns auch hier als Vorlage gedient, mal eine Visualisierung zu machen, wie Bitburg dann im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Wir stehen genau jetzt hier an dieser Stelle, wo die mittelalterliche Mauer an den römischen Turm anschließt. Die Stelle ist sowieso etwas eng. Wir haben da jetzt an dem Anschlusspunkt, wo die mittelalterliche Stadtmauer an den römischen Turm ansetzt, einen Ausstellungsbereich, den wir am Anfang mit einer Folie beklebt haben und dann kleine Gucklöcher installiert haben, die so ein bisschen neugierig machen sollen. Und in den Vitrinen sind dann die Fundobjekte, originale Funde aus Bitburg, die die Schulkinder in ihren Videos erraten haben. Zusammen mit zwei, drei Funden von den jüngsten Grabungen jetzt da in diesem und im letzten Jahr. Zum einen eine römische bemalte Wandnische vom Petersplatz, die ist aufwendig restauriert worden in den Werkstätten des Rheinischen Landesmuseums Trier. Dann haben wir einen Türangelstein, der aus dem mittelalterlichen Tor am Markt kommt. Und zuletzt, wo war die Frage mit den Bädern? Eine so große Ziegelplatte, wie wir sie eigentlich eher von römischen Badegebäuden kennen, die mit einem beheizbaren Unterzug ausgestattet waren, wo man Hypokaustpfeile hat, also so kleine Ziegeltürmchen, auf denen dann größere Platten drauf liegen. Bislang habe ich in Bitburg noch keinen einzigen Hinweis auf ein Badegebäude und der Ziegel ist der erste. Also ich gehe davon aus, dass es in Bitburg sicher ein Badegebäude gegeben hat, nur gesamte Mauerstrukturen, Heizungen, Badebecken, sowas haben wir bislang noch nicht gefunden. Das ist dieser Käuperlehm, diese Anhöhe. Man hat versucht, hier alles über Brunnen zu lösen. Und Bitburg hat ja auch erst 1888 überhaupt Wasserleitungen hier bekommen. Ja, also das ist ja nichts, was jetzt da schon im 15. Jahrhundert alles schon gelöst gewesen wäre mit großartigen Aquädukten in der Hinsicht. Was Sie hier sehen können, ist teilweise eine verwirrende Situation. Bitburger Stadtgeschichte ist nun mal gewachsen. Ja? Und wie Sie heute auch, wenn Sie alte Bauernhäuser sehen, dann ist da immer an- und umgebaut worden, dann reißt man wieder was ab, dann fügt man wieder was hinzu. Die Situation hier ist jetzt etwas verwirrend. Wir haben zum einen mal originales Kernmauerwerk hier versteckt noch aus dem 4. Jahrhundert. Erkennen Sie immer an der leichten Roséfarbe, weil die Römer immer mit einem Ziegelbeischlag gearbeitet haben, damit das Ganze schneller abbindet. War so ein Trick, den schon die römischen Maurer drauf hatten. Das Ganze ist hier ein bisschen mit diesem Zement verkleidet, einfach, dass es nicht weiter bröckelt. Das Ganze ist hier in dem Bereich auch wieder modern aufgemauert, steckt aber unten drunter mit der Stickung des Fundaments noch drin. So, das heißt, Sie müssen sich vorstellen, hier war der römische Turm, der dann irgendwann mal baufällig wurde, im Mittelalter instand gesetzt wurde mit dieser großen Dossierung hier, hinter unserem Kamerateam. Und dahinter ist die mittelalterliche Stadtmauer. Das ist die einzige Stelle, wo sie sie noch 7 Meter hoch erhalten haben. Weil natürlich Bitburg in nachmittelalterlicher Zeit bis in die Neuzeit
auch immer wieder gesagt hat, okay, die Bürger wollen ihre Häuschen bauen. Da haben die Mauer teilweise abgebrochen. Die Franzosen haben die Stadtmauer geschliffen und haben die Türme nicht mehr wehrfähig gemacht, Teile der Mauern abgebrochen. Und so ist das eigentlich einer der wenigen Spots, wo man das heute überhaupt noch erkennen kann. Ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden. Ja, manchmal gehen einem so ein paar Details durch. Wenn Sie auf die mittelalterliche Mauer schauen, dann sehen Sie, dass sie mit ungefähr 1 Meter bis 1,50 Meter Breite an anderen Stellen sehr viel schmäler dimensioniert ist als die römische. Das heißt, im Mittelalter hat man das hier für ausreichend erhalten, mit entsprechenden Turmvorsätzen und einem Stadttor am Spittel diese Südstadt dann zu umwehren. Dabei hat man auch vielfach Steinmaterial verwendet, was bereits mal anderswo verbaut war. An der Seite sehen Sie manchmal so rötliche Verfärbungen von einzelnen Steinen, die zeigen, dass die Steine im Feuer gelegen haben, aber dass es kein Brand war, der hier an einer Stelle konzentriert gewesen wäre. Das heißt, man hat einfach von überall Steine wieder zusammengeklaubt, um dann hier diese Mauern wieder zu errichten. Die Stadt hat sich auch bemüht, hier immer konsequent in der Darstellung zu bleiben, weil es natürlich, ja, selbst für die Archäologen, die hierher kommen, manchmal verwirrend ist, oh, was ist jetzt römisch, was ist jetzt mittelalterlich, was ist restauriert, was ist wieder abgebrochen worden und wieder aufgemauert worden. Da hat man versucht, hier durch ein einheitliches Layout auch der Pflastersteine entsprechend mal Hilfestellung zu geben, dass man sieht, aha, die Mauer geht hier weiter und ist auch in den Architekturbüros vorne entsprechend in den modernen Baubestand integriert. Wir sind hier bei unseren lieben Kolleginnen vom Landesmuseum in Trier, die hier das Glücksrad für Sie als Aktionsstand haben. Kommen Sie nachher gerne mal vorbei, die freuen sich. Wir hatten es gerade, dass Bitburg auf dieser Höhenkuppe liegt und Sie sehen, wie das Gelände von der Spitze, von der Uhr bis nach runter zum Spittel abfällt. Ja? Und man hat eben diesen vorderen Bereich hier für die Befestigungsanlage dann ausgewählt. Wir haben in Bitburg auch frühes Christentum, wobei die Datierung der Liebfrauenkirche und der Peterskirche noch nicht abschließend geklärt ist. Aber demnächst kommen ja auch bei der Liebfrauenkirche dann wieder Bauarbeiten auf uns zu. Vielleicht gewinnen wir da spannende neue Erkenntnisse. Die Peterskirche, die hier stand und an die der Petersplatz ja noch erinnert, die wurde abgerissen und dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen und deswegen ist sie danach auch nicht wieder aufgebaut worden. Aber wir haben hier bei der Platzneugestaltung auch einige Bestattungen aus dem Umfeld dieser Kirche dann sichern können. Das war also eine ganz spannende Stelle hier. Wir haben hier an einer der höchsten Stellen versucht, dieses Stadtmodell zu positionieren. Es gibt ja ein Stadtmodell vom Rundweg von 1995 in der Markenerlebniswelt. Und es gibt das neue Stadtmodell unten am Spittel aus Bronze, das den heutigen Ist-Zustand darstellt. Mit diesem hier wollten wir jetzt da nicht was machen, was sich doppelt, sondern was etwas ergänzend ist und einen vermittelnden Charakter hat. Deswegen zeigt Ihnen dieses Stadtmodell hier einmal das Gelände und dann eben auch, wie es nach Süden hin abfällt. Es zeigt Ihnen das moderne Straßennetz, das auf diesen Deventer-Plan ja auch schon für Sie zu erkennen war. Es zeigt Ihnen hier die Liebfrauenkirche zur Orientierung und in Weiß den römischen Mauerring. Dann in Grau diese mittelalterliche Stadtmauer. Und das Ganze soll wirklich so sein, dass man das begreifen kann, dass man sich ertasten kann. Hier auch wichtiges Stichwort Barrierefreiheit, weil als wir das Modell entwickelt haben, da fiel dann auf, ja, wie stellt man eigentlich verschiedene Phasen dar, römisch und mittelalterlich, was man jetzt als Sehender auf den ersten Blick erkennt. Wir haben da für Blinde A mit Brailleschrift gearbeitet und B mit unterschiedlichen Detailgraden, dass sie die römischen Mauern an den Zinnen erkennen und die mittelalterlichen nur an den glatten Verläufen hier, damit es auch entsprechend barrierefrei hier gestaltet werden kann. Und Sie sehen, wie diese Straßenachse hier noch heute genau ist. Und wenn Sie nach Norden schauen, sehen Sie die Römerstraße. Und wenn Sie nach Süden schauen, sehen Sie die Römerstraße. Diese strukturellen Dinge, die bleiben oft im Siedlungsgefüge einfach über viele Jahrhunderte bestehen. Wir hatten es noch vorhin von meinem Landsmann, dem Konrad Peutinger aus Augsburg. Das war der, der dieses Stichwort Lapidarium. Und wir hatten diese Peutinger Tafel vorhin angesprochen. Das ist die einzige Straßenkarte, die uns aus der Römerzeit durch eine mittelalterliche Abschrift überliefert ist. Und auf dieser Peutinger Tafel, die deswegen so heißt, weil sie im Besitz von Konrad Peutinger waren, sehen Sie einmal hier Köln und Sie sehen Trier und die rote Linie, die diese Römerstraße darstellt. Und im Prinzip
ist diese Karte eine Karte des gesamten Römischen Reiches, also von Britannien und noch weiter bis nach Indien. Jetzt hatten die Römer noch keinen Google Earth und der Maßstab ist arg verzogen. Das heißt, diese Karte, die ist nur so hoch, aber dafür 6 Meter lang. Das heißt, sie haben hier alles unglaublich gestaucht auf dieser Karte. Ist aber auch egal. Wenn Sie an heutige Busfahrpläne denken oder Zugfahrpläne, wie hier unten abgedruckt, dann ist Ihnen ja gar nicht so wichtig, wo die einzelnen Punkte genau liegen. Sie müssen nur wissen, von welcher Station Sie zur nächsten kommen und wo Sie aussteigen müssen. Und genau das haben Sie mit der Preutinger Tafel auch, dass Sie wissen, wenn ich von Trier nach Köln, wo kann ich da abends übernachten? Das zum Stichwort, auf die Lage kommt es an. Wir stehen hier vor der Gasse Gobenhof. Und hier drückt sich jemand im Hintergrund rum, der hier einen ganz entscheidenden Fund gemacht hat. Stefan Gassow hat hier als Ehrenamtlicher mit der Landesarchäologie zusammen ausgegraben. Und der Gobenhof, der hier jetzt etwas unscheinbar daherkommt, ist einer der zentralen Punkte für die Kontinuitätsdiskussion in Bitburg ins Frühmittelalter hinein. Stevie hat hier ein ganz besonderes Objekt gefunden, das Sie hier abgebildet sehen, das auf den ersten Blick... Die Reporterin vom Volksfreund hat gesagt, das sieht aus wie ein Kaugummi, so ein zerbissener, aber es ist kein Kaugummi. Es ist ein Objekt aus Glas und zwar eine Einlage einer Fibel, einer Brosche. Und von diesen Stücken hier habe ich Ihnen alle abgebildet, die man in Europa überhaupt kennt. Mehr gibt es davon nicht. Sie haben die Stücke aus Trier, Sie haben es aus Mannheim, Sie haben einzelne Objekte hier sogar bis nach Norwegen. Ja, und das ist wirklich Upper-Class-Elitenschmuck von Damen der höheren Schicht im 7. und im 8. Jahrhundert, was wir hier in Bitburg also fassen können. Das heißt, es sind hier in Bitburg einfach nicht nur irgendwelche Funde, sondern es sind wirkliche Hochkaräter mit dabei, die sich dann auch europaweit messen lassen können. Und was auch diese Befestigungsanlage angeht, ja, ich bin jetzt über meine Forschung auf vielen Tagen unterwegs und es macht so Spaß, weil es unglaublich viele Kollegen gibt aus England, aus der Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Luxemburg, die alle toll daran interessiert sind, was jetzt da hier mit dieser Befestigungsanlage los ist. Also das ist wirklich etwas, was jetzt gerade europaweit so ein bisschen auch weitere Wellen schlägt und das freut mich eigentlich auch ganz besonders. Und wie gesagt, auch hier bei der neuen Parkplatzanlage da, die Landesarchäologie wieder im Einsatz, da konnten wir ein Stück der Römermauer noch dokumentieren, das bislang noch nicht bekannt war an der Stelle. Stefan Gasson war auch wieder mit von der Partie und im Sondereinsatz. Das ist einfach dann, klar gibt es diese Bauprojekte, ja, aber wenn man es schafft, mit den Bauherren das zeitlich einigermaßen abzustimmen, dann gibt es da immer Wege, die sich finden lassen, wo man dann eben trotzdem noch ein Puzzleteil für die Stadtgeschichte rauskriegen kann. An dieser Stelle stehen wir also an einem relativ kritischen Punkt. Es ist der Bereich des spätantiken Südtores, also der Römerzeit, der hier an dieser Stelle im Mittelalter komplett abgebaut wurde und komplett wieder neu errichtet wurde. Das ist etwas, was Sie hier sehen. Also wir stehen an diesem Punkt, römisches Südtor, das dann im Mittelalter quasi zum internen Stadttor wurde. Wir haben das Ganze auch hier auf mehreren Stadtplänen noch drauf. Und bei den Baumaßnahmen jetzt hier Neugestaltung der Innenstadt haben wir hier direkt vorm Restaurant gegraben und jetzt da hinter Herrn Kandels noch zusammen mit Steffi Metz hier Reste von diesen mittelalterlichen Stadttortürmen entdeckt. Auf diesem Stadttorturm ist dann später der Kobenturm entstanden, der bis zum Zweiten Weltkrieg noch eins der Wahrzeichen für Bitburg war und den Sie hier auch auf den Schwarz-Weiß-Fotos sehen können. Aber dadurch, dass Bitburg im Zweiten Weltkrieg so hart durch die Bombenschäden zerstört worden ist, musste man den entsprechend abbrechen. Und was Sie auch hier auf diesen Karten erkennen können, ist, dass die Straßen ursprünglich hier in der Hauptstraße viel enger waren und dass man nach dem Krieg diese gesamte Häuserfront hier nach hinten versetzt hat, damit es heute so breiter und geräumiger ist, wie wir es heute vor uns haben. Leider kann man den groben Turm in dieser Form jetzt heute nicht mehr zeigen oder auch nicht wieder aufbauen, aber wir hoffen, dass man die Erinnerung zumindest an dieses Wahrzeichen über diese Infotafel hier weiter hochhalten können. War eine Grabung im August, war eine Notmaßnahme. Wir hatten von der Landesarchäologie extreme Personalknappheit. Da waren die Steffi Metz und ich da bis in die Abendstunden, sind dann
abends um 8 wieder ans Museum. Dann gab es Ärger vom Vorgesetzten. Was macht ihr dann da immer in Bitburg? Haben wir gesagt, nein, das ist wichtig, das müssen wir jetzt noch fertig kriegen. Das müssen wir dokumentieren, weil das ist die letzte Chance jetzt erstmal. Und es lohnt sich immer, weil die Ergebnisse, die kommen, sind gut. Wir haben Holzkohle C14 Proben machen lassen und sind jetzt über die Stadtgeschichte und diese einzelnen Torbauten schon sehr viel schlauer. Was wir jetzt da hier an der Mauer noch sehen, ist wiederum römisches Kernmauerwerk, original, 4. Jahrhundert, aber restauriert, damit es nicht weiter abbröckelt. Denn alles, was sie exponieren, ist der Witterung ausgesetzt und der Zahn der Zeit nagt nun mal daran. Und auch geschützt. Genau. Und wenn Sie auf die andere Seite gucken, in der Gasse auf der Knupp, dann sehen Sie, dass das quasi die Innenschale der Wehrmauer ist. Die Wehrmauer ist bis zur Außenschale im Pflaster dargestellt, wie breit sie sein sollte. Und an der Innenseite sind noch die originalen Baugerüstlöcher, wo sich die Römer dann jeweils auf der Baustelle hochgearbeitet haben. Wir haben das vorne auch auf der Tafel visualisiert für Sie. Die Römer haben hier diese Mauer zweischalig gebaut, Innenschale, Außenschale. Da außen sehen Sie hier diese Baugerüste, die man dann einfach wieder abgesägt hat, so wie man heute die Baugerüstelemente ja auch zusammensteckt und dann wieder abbaut und dann das Ganze mit diesem Beton hier verfüllt. Und das sind der Bereich von 1984, Rathauserweiterung, die Grabung damals, die Farbfotos hier und dieser Bereich hier mit den Baugerüstlöchern, die sehen Sie heute noch da oben. Auf einen letzten Aspekt sind wir jetzt noch bislang weniger eingegangen. Das ist die Frage des Wehrgrabens, die schwierig zu beantworten ist hier in Bitburg. Aber es gibt unterm Kontorgebäude der Bitburger hier alte Fotos, die hier solchen Spitzgraben anzeigen. Nur weil da ein Graben steht, weiß der Archäologe noch nicht automatisch, wie alt er ist. Das heißt, sie müssten immer entsprechendes Fundmaterial draus bergen. Und deswegen gibt es bei diesen Fällen immer noch ein paar fragliche Stellen. Dennoch gehe ich davon aus, dass diese Wehranlage hier mit dem Graben zusätzlich geschützt war. Also starker Schutz, das Motto an dieser Station. Und an der hinteren Tafel können Sie, wenn Sie mal Zeit haben, noch weitere Beispiele sehen. Zum Beispiel aus Arlon, zum Beispiel aus Neumagen, die zeigen, dass man in der Spätantike hier den gesamten ländlichen Raum einfach sicherer machen wollte. Insofern, es ist Wahnsinn, dass der Zahn der Zeit, der Geschichte, im Prinzip hier immer noch was von dem römischen Mauerwerk hat stehen lassen. Befestigungsanlagen aus der Zeit gibt es nicht so viele und hier haben sie es wirklich zum Anfassen. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt mit dem Rundweg an verschiedenen Stationen mit einem modernen Layout, mit mehr Farbfotos, mit mehr Visualisierungen inklusive der App, mit so ein paar Extras wie den Audiostationen, wo wir jetzt lernen, dass wir hätten mehr machen sollen, einfach versucht haben, hier ein bisschen was auf die Beine zu stellen, damit Bitburg sehenswerter wird, noch als es ohnehin schon ist.